mit etwas Platz. Viktor Löw für Kessler und da ist das 1:0 für den EHC Biel. Tino Kessler bringt diesen einen in Front. Mit seinem 7. Saisontreffer, seinem 14. Punkt im 27. Spiel. Und der Pass kam von Viktor Löw. Hier an der Scheibe mit dem Pass für Kessler. Viktor Löw, einen Monat nicht dabei, respektive 3 Wochen nicht dabei, dann zurück. Und gleich mit dem Assist zum 1:0. Krone für Löw. Und dann kommt das 2:0 durch Radke. Sechs Minuten 18 gespielt. Es steht 2:0 für den EHC Biel. Torschütze Yannick Radke mit seinem 6. Saisontreffer. Und der Assist geht schon wieder an Viktor Löw, der hier zum Abschluss kommt. Die Scheibe rüberspitzelt zu Yannick Radke. Es fehlt am krönenden Abschluss. Bürkler jetzt mit dem Pass und dann kommt das 1:2 aus Ambrisicht. Brandon McMillan trifft. 5. Saisontreffer. 1. im Powerplay für Brandon McMillan. Wird am mustergültig lanciert von Dario Bürgler. Dreht sich um die eigene Achse. Geht dann Van Pottelberg hier vorbei. Und schiebt ein zum 1:2. Noah Delemont, der 19-Jährige. Missverständnis. Heimpass für Bürgler. Noch einmal heim und da kommt der Ausgleich. 55,4 Sekunden vor Drittelsende trifft Ondrej Heim zum 2:2. Seit 3 Spielen ohne Punkt, seit 8 Spielen ohne Treffer. Und hier kommt er, der so wichtige 5. Saisontreffer von Ondrej Heim. 11. Punkt im 26. Spiel. Radke für Hofer. Und da kommt das 3:2 im Powerplay. Fabio Hofer trifft gegen seine alten Kollegen. Und so gut Powerplay-Unit Nummer 1 gespielt hat von Biel bis hierhin, es ist der 2. Anzug, der trifft. Sechster Saisontreffer von Fabio Hofer, 2. im Powerplay. Und schauen Sie sich diesen Screen von Mai Künzle an. Damiano Ciaccio hatte 0...